jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Flugkunden mögen sich in letzter Zeit vor allem die Frage gestellt haben, ob ihr Flug überhaupt stattfindet, angesichts der gewachsenen Streikhäufigkeit in der Branche. Es gibt aber auch noch andere Themen im Luftfahrtmarkt. Der Flughafen Frankfurt will sich offenkundig strategisch neu aufstellen und den Billig-Airlines öffnen. Bislang war Frankfurt vor allem internationales Drehkreuz für die klassischen Airlines, insbesondere natürlich für die Lufthansa. Die Billigmarken waren wenig vertreten. Doch die irische Ryanair ist in die Offensive gegangen. Dominik Lessmeister berichtet. So nah kam Ryanair der Lufthansa noch nie. Zum ersten Mal landet heute eine Maschine der irischen Billig-Airline in Frankfurt, der Heimatbasis der Lufthansa. Eine Kampfansage. Selbstsicher gibt sich das Ryanair-Management in Frankfurt. Ryanair bietet nun Ticketpreise für weniger als 10 Euro im Vergleich zu 300 Euro unserer Wettbewerber. Die Billigtickets kommen nach Frankfurt. Ab Ende März nächsten Jahres will Ryanair 4 Verbindungen von Frankfurt nach Spanien und Portugal anbieten. Ein Strategiewechsel, denn bisher ist der Billigflieger vor allem von Regionalflughäfen wie dem Hahn im Hunsrück gestartet. Doch Ryanair will weiter wachsen und das geht nicht ohne Angebote von größeren Flughäfen. Der deutsche Airline-Markt ist stark in Bewegung. Auf der einen Seite erleben wir das Fluggesellschaften wirtschaftliche Schwierigkeiten haben und Partnerschaften suchen, um sich zusammenzuschließen. Auf der anderen Seite erleben wir starke Fluggesellschaften, in dem Fall nicht aus Deutschland, sondern aus Irland und aus England, die versuchen, Fluggäste in Deutschland für sich zu gewinnen. Der Flughafenbetreiber Fraport bietet Ryanair wie allen neuen Anbietern in Frankfurt einen Nachlass bei den Landegebühren. Das muss zwar noch das Land Hessen genehmigen, doch die deutschen Airlines sprechen bereits von Sonderrabatten. Der Frankfurter Flughafen räumt der Ryanair einen Preisvorteil von über 50%, 15 Euro pro Ticket ein. Das ist extrem unfair gegenüber den angestammten Airlines. Auch die Lufthansa fordert weniger Gebühren in Frankfurt und überlegt, ihre Billigmarke Eurowings nun auch vom Rhein-Main-Flughafen starten zu lassen. So bringt Ryanair vor allem eins, mehr Wettbewerb im Kampf um den Kunden. In gleich 3 Bundesländern gab es heute einen Großeinsatz von Spezialkräften der Polizei und Bundespolizei. In Sachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz gab es Durchsuchungen und Festnahmen. Auch die GSG 9 war beteiligt. Wobei es bei dem Einsatz heute nicht um Terrorismus, sondern um organisierte Kriminalität ging. Mehr dazu von Solveig Frick. Hartes Durchgreifen der Polizei heute in Dresden. 10 Männer haben die Polizisten festgenommen. Der Vorwurf: räuberische Erpressung, Körperverletzung, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die meisten von ihnen Tschetschenen. Die übrigen Kasachen, Armenier, Ukrainer. Die Razzia, ein Schlag gegen die Russenmafia. Diesen Einsatz gehen sehr umfangreiche Ermittlungen, welche sich über mehrere Monate und auch in den letzten Jahren hingezogen haben, voraus. Diese Gruppierungen sind bereits seit mehreren Jahren in Deutschland ein zunehmendes Problem. Tatsächlich warnt das BKA vor steigender organisierter Kriminalität aus Russland und den ehemaligen Sowjetstaaten. Dabei gehen nicht nur Rauschgifthandel und Cyberkriminalität, sondern auch Wohnungseinbrüche auf das Konto der Russenmafia. Die eröffneten Verfahren zur organisierten Kriminalität sind in den vergangenen Jahren nahezu stabil. Im Großteil der Verfahren wird gegen Ausländer ermittelt. Sie machen 63,7% der Fälle aus. Nach Erkenntnissen des BKA sind darunter auch Asylbewerber. Viele beantragten nur deswegen Asyl, um einen Aufenthaltsstatus zu bekommen, so das BKA. Deswegen fordert ihr Chef Holger Münch: Gerade bei solchen Asylbewerbern, die das Asylrecht missbrauchen, um Straftaten zu begehen, muss dafür gesorgt werden, dass ihr Aufenthalt möglichst kurz ist bzw. eine schnelle Ausweisung erfolgen kann. Auch deswegen hätten die Razzien von heute eine Signalwirkung, so das LKA Sachsen. Die internationale Gemeinschaft jubelte. Selbst Hollywood-Stars wie George Clooney hatten sich engagiert. Nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg hatte sich der Südsudan vom Sudan abgespalten und für unabhängig erklärt. 5 Jahre ist es her, dass in der neuen Hauptstadt Juba die Gründung der Republik Südsudan gefeiert wurde. Doch die Hoffnungen auf einen friedlichen Neuanfang sind längst zerbrochen. Auch im Südsudan herrscht nun wieder Krieg. Das an sich ist bitter genug. Jetzt kommen aber auch noch Verfehlungen der dort stationierten UNO-Blauhelmtruppen ans Licht. Jörg Brase berichtet aus dem Südsudan.
Mary und Rita hocken in einem Flüchtlingslager in Juba. Zwei von 2,5 Millionen Südsudanesen, die vor den Gefechten flohen. Sie suchten Schutz bei den UN-Truppen, doch die Frauen und Kinder schützt niemand, auch die Blauhelme nicht. Ich komme aus der Stadt Bor. Als die Kämpfe begannen, flohen wir dort in die UN-Schutzzone. Doch Kämpfer drangen ins Lager ein und töteten 17 Leute, mitten im UN-Lager. Wie konnte so etwas passieren? Und wie erst das hier? Nur ein paar hundert Meter vom UN-Hauptquartier in Juba entfernt folterten und vergewaltigten Regierungssoldaten in einem Hotel stundenlang Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Die alarmierten die Blauhelme, doch nichts geschah. Niemand kam den Opfern zur Hilfe. Die Gefechte hatten zu dem Zeitpunkt bereits nachgelassen. Man hätte also den klaren Befehl geben können, einen Rettungstrupp zu schicken oder es zumindest zu versuchen. Das ist nicht passiert und dafür gibt es keine Entschuldigung. Sein Untersuchungsbericht über die Vorfälle im Juli ist ein Dokument des totalen Versagens. Der UN-Generalsekretär, unter Druck durch ähnliche Vorfälle bei anderen Blauhelmeinsätzen, reagierte harsch. Der Generalsekretär hat die sofortige Absetzung des UN-Truppenkommandeurs im Südsudan angeordnet. Dies ist eine Konsequenz aus dem Bericht, weitere werden folgen. Der gefeuerte Kommandeur war ein kenianischer General. Aus Protest erklärte die kenianische Regierung am Abend, sie werde ihre Friedenstruppen aus dem Südsudan zurückziehen und die Vermittlung im Friedensprozess sofort einstellen. Damit stehen die Vereinten Nationen im Südsudan wohl endgültig vor einem Scherbenhaufen. Dass sich Verfehlungen von Blauhelmsoldaten häufen, nicht nur bei der Mission im Südsudan, verwundert weniger, wenn man weiß, wie schwer es der UNO fällt, solche Truppen überhaupt zusammenzustellen und auszurüsten. Der UN-Generalsekretär darf sich da meist fühlen, als laufe er mit dem Klingelbeutel durch eine leere Kirche. Westliche Länder halten sich zurück. Die deutsche Bundeswehr etwa ist in Südsudan aktuell mit 15 Soldaten beteiligt. Die meisten der rund 13.000 Einsatzkräfte stammen aus Indien, Nepal und Äthiopien und sind mit ihrem Auftrag schon zahlenmäßig hoffnungslos überfordert. Jetzt gibt es aber erstmal andere Nachrichten von Heinz Wolf. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Im Oktober waren 2.540.000 Menschen als erwerbslos registriert. Das sind 109.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,8%. Trotz des robusten Aufschwungs sehen die Wirtschaftsweisen einen enormen Reformbedarf in Deutschland. Im neuen Jahresgutachten kritisiert der Sachverständigenrat, die Bundesregierung habe hier nicht genug getan. Bundeskanzlerin Merkel wies das bei der Entgegennahme des Berichts zurück. Am Rande eines anderen Termins heute in Berlin hat sich die Bundeskanzlerin auch zur Lage in der Türkei geäußert. Zwei Tage nach den Festnahmen von Journalisten der Oppositionszeitung Cumhuriyet sagte Merkel, es sei in höchstem Maße alarmierend, dass das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit immer wieder aufs Neue eingeschränkt werde. Sie habe hier sehr große Zweifel, dass das den rechtsstaatlichen Prinzipien entspreche. Die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten 1, 12, 19, 26, 30, 48. Superzahl 6, wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Und noch die Wetteraussichten. Morgen ist es von der Nordsee bis zum Erzgebirge dichter bewölkt mit Regen, im Bergland mit Schneeschauern. Sonst gibt es auch freundliche Abschnitte bei 4 bis 12 Grad. Am Freitag im Norden etwas Regen, sonst meist trocken. Und zum Sonntag hin wird es zunehmend nass und kühler. Ja, das war's auch schon von uns, bevor es jetzt mit der zweiten Halbzeit weitergeht. Noch einen schönen Fußballabend. Tschüss, bis morgen.